Moin Moin, hier wieder Alex von Aquifels Filmecke und ja, ohne große Umschweife, es geht weiter mit meiner Sammlung. Ja, hier oben so ein bisschen, ja ich sag mal, etwas heftigere Horrorsachen. Na, nehme ich mal hier wieder ein paar der Blu-Rays runter. Na, bis dahin kann ich ja schon mal hier nochmal so einen kleinen Overview verschaffen und bumm. Ja, geht's hiermit los mit Dead and Buried. Cooler 80er Film, ne, durchaus auch bekannt, oder bei vielen Fans sehr beliebt, ne, früher auch immer lange indiziert gewesen, ne, durchaus cooler Film, ne, kleiner Geheimtipp für viele. Ne. Ja, dann, gut, Horror ist es jetzt nicht, aber definitiv etwas saftiger, die Lone Wolf and Cub Serie, ne, Kozuro Okami, sehr blutig die 6 Filme und ja, für Samurai-Fans, ne, definitiv auch immer eine schöne Erinnerung wert. Ja, Among the Living von den Inside-Machern. Ja, mein Fall war jetzt nicht so hundertprozentig. Die beiden haben nach Inside, ja, ich sag mal, ihr Niveau nicht mehr so ganz erreicht. Kann man sich aber anschauen. Ist aber halt kein so ein Knaller wie Inside. Ne, gleiches gilt für Live It, ne, auch von den Machern von Inside. Ja, das Blut der Ballerinas ist halt auch ein solider Film, aber halt auch kein wirklicher Knaller, wie ihr Erstling Inside. Ne, der ist halt ja berüchtigt bei Horrorfilmfans und Splatterfilmfans, weil er halt wirklich sehr, sehr derbe ist. Ja, Frontiers, noch so ein, ja, ich sag mal, Knaller aus Frankreich. Ne, böse, böse, macht aber auch definitiv was her. Mir hat er immer sehr gut gefallen, obwohl er von den ganzen französischen Klassikern da am schlechtesten wegkam, was das Terrorkino angeht. Womit wir gleich beim nächsten sind, Martyrs. Ja, Pascal Laugier, meiner Ansicht nach, seitdem auch nichts mehr auf dem Niveau gemacht. Er ist halt sehr speziell, sehr böse, ne? Und ja, doch ein ganzes Stück verstörend, selbst für hartgesottene Seher. Ja. Und dann, da haben wir das, ja, ich sag mal, die Gruppe vollständig mit Switchblade Romance, High Tension oder Haute Tension. Ne, man kann über den Plot-Twist am Ende denken, was man möchte. Bis dahin ein sehr spannender und brachialer Film. Ja, a Serbian Film. Ne, der ist nicht unbedingt spannend, aber auch sehr brachial. Ne, also definitiv auch nicht für jedermann. Vorhin die Verbindung zwischen Sex und Gewalt. Ich fand ihn aber gar nicht ja, so plump, wie andere denken. Ja, John Carpenters Vampire. Einer meiner ersten, ja, etwas heftigeren Horrorfilme damals. Er ist ganz cool und ja, gut, ne, unterhaltsam, aber halt ja nicht so gut wie andere Klassiker von Carpenter. So, machen wir hier unten mal weiter. Ne, irgendwelche Adapter lassen wir mal außen vor. Haben wir hier Saw. Ja, die Saw-Reihe. Habe ich ja auch zu allen ein Review gemacht. Der erste, wirklich cool. Hm, dann ging es immer weiter bergab, bis der sechste tatsächlich wieder cool war und der siebte und ja, Jigsaw. Gut. So, Hobo with a Shotgun. Ne, die britische Blu-ray. Sehr cooler Grindhouse-Film, der das teilweise sogar besser macht als Grindhouse von Rodriguez und Tarantino. Macht Spaß, ist natürlich böse, aber naja, definitiv spaßiger Film insgesamt für Fans des Kinos. Ja, hier dann noch ein weiterer Klassiker, Maniac. Schöner Psychokiller-Film. Definitiv auch einer der bekanntesten aus den 80ern. Und definitiv auch keine ja, einfache Kost. Inzwischen ja auch rehabilitiert. Ja, das Remake geht ein bisschen andere Wege, ist aber auch sehr drastisch und durchaus sehenswert, vor allem mit Elijah Wood, der hier definitiv nicht wie Frodo rüberkommt. Ja, ne, man hat es immer schon gemerkt, Dario Argento, bin ich Fan von Tenebrae, ne, absolut cooler Film. Auch einer ne, seiner konventionelleren Giallos, aber top gemacht. Genauso wie Feuertanz der Zombies oder Inferno, auch von Argento. Finde ich auch hier von Arrow das Artwork sehr schön. Ne, ist cooler Film, nicht so stark wie Suspiria, aber durchaus ein würdiger Film über die, ja, eine Mutter mit. Jetzt will er der hier nicht rein. So. So. Dann Phenomena. Es geht weiter mit Argento und ja, Argento hier mal wieder einen super tollen Film mitgemacht, sehr atmosphärisch. Ein paar Bluteffekte. Ne? Donald Pleasence auch in einer sehr schönen Rolle und auch die gute alte Jennifer Connelly.
Ne? Oder im Film heißt sie Jennifer Corvino, aber Connelly heißt die. Inzwischen auch durchaus keine unbekannte Schauspielerin mehr. Ja, Trauma von Argento. Gut, der war in Ordnung. Eines seiner schwächeren Werke, was ne, seine ja, Ende seiner Hochzeit angeht. Immer aber noch mal wesentlich besser, na, die Kamera spinnt gerade etwas rum, immer noch wesentlich besser als was, manches, was Argento jetzt raushaut. Na, womit wir bei dem wären, Phantom der Oper, ja, für Horrorfilm- und Splatterfilm-Fans durchaus noch passabel, vor allem mit Julian Sands, der ist cooler als das Phantom, aber naja, Meisterwerk sieht anders aus. Sleepless, eigentlich der, ja, das letzte wirklich starke Werk, richtig starke Werk von Argento. Ein cooler Giallo, ne, mit ein paar, ja, nicht unbedingt optimalen Effekten, aber durchaus drastisch. Ja, Mother of Tears, der dritte Mutterfilm, kann man drüber streiten. Er hat irgendwo einen trashigen Unterhaltungswert. Er kommt natürlich nicht an die anderen ran, ist aber insgesamt, ja, nicht ganz so schlecht wie sein Ruf, wenn man weiß, was man erwartet. Ne, von Argento zu einem seiner Schüler, ne, Michele Soavis, Erstling Stage Fright. Richtig geiler Slasher, ne, und wirklich auch ein recht derber Slasher. Und vor allem auch atmosphärisch sehr schön gemacht und natürlich das Opernthema von Argento auch mal wieder aufgegriffen. Ja, ein bisschen konventioneller ist da tatsächlich X-Ray. Ist in Ordnung der Film, unterhaltsamer kleiner Slasher, aber nichts Weltbewegendes. Die Klasse von 84 von Mark L. Lester, auch ein ganz großer Klassiker, ne, das, ja, wie auch immer man das nennen möchte, Dystopie, ne, hat ein paar harte Effekte, aber an sich natürlich als Film an sich sehr interessant gemacht und, ne, naja, ja, Absurd, einer der wenigen Joe D'Amato-Filme, die eventuell für Italo-Fans wirklich interessant sind, indirekt quasi sowas wie der Nachfolger von Anthropophagus, also von Maneater, fand den hier besser, weil er nicht nur drastisch ist, sondern auch ja nicht ganz so gammelig wirkt. Kommen wir zu Lucio Fulcis drittem Teil in seiner ja, großen Trilogie, House by the Cemetery, Haus an der Friedhofsmauer. Hat seine Schwächen, aber ist durchaus einer der besten von Fulci, muss ich das klar sagen. Schöne Atmosphäre, nur cool gemacht. So, bevor ich dann erstmal einen kleinen Cut mache, geht es dann hier erstmal weiter mit Nightmares in a Damaged Brain. Ja, Nightmare in a Damaged Brain, ähnlich wie Maniac, meiner Ansicht nach nicht ganz so stark, aber durchaus auch drastisch und ja, wohl früher mal eins der am meisten gehandelten Tapes gewesen, Uncut, das deutsche, aber naja, jetzt gibt's 88 Films eine Blu-ray. So, hier geht's dann weiter nach einer kleinen Pause für meinen Abend mit Helldriver von Yoshihiro Nishimura, dem ja, Mastermind, wenn man das so nennen möchte, hinter Tokyo Gore Police. Helldriver ist solide, aber ja, kein großer Knaller. So, Piranha 2, ja, ne, die Fortsetzung, auch Piranha Doppel-D genannt, Fortsetzung von Alexandra Ayas Piranha 3D. Er ist echt beknackt, aber irgendwo allein durch David Hasselhoff, der sich hier selbst spielt, sehr lustig. Genauso wie Piranha 3D, ja, Jawsome, das beschreibt den Film ganz gut. Bananiger Humor, viel, ja, nackte Haut, einiges an derben Splatter-Effekten. Unterhaltsam, aber naja. Alleine im Kino ist wert gewesen, um zu sehen, wie ja, auf diesen 3D, in 3D darum dödelnden Penis, der dann über dem Publikum rumfliegt, wie da manche Leute darauf reagieren. Ja, hier nochmal Battle Royale auf Blu-ray, hatte ich ja schon mal erwähnt. Cooler, klassischer ja, Battle Royale-Film. Ne? Jetzt wissen die Leute, wo der Hype mit Fortnite und so, wo das Konzept herstammt. The ABCs of Death, der erste Teil. Ja, sehr mixed bag mit einigen trashigen und coolen und spaßigen Episoden, aber auch wirklich viel Crap mit dabei. Ja, Starship Troopers, ganz großer Klassiker von Paul Verhoeven. Haben damals, ganz im Ernst, ich habe den Film das erste Mal da mit, will nicht lügen, 13 geguckt. Ich habe den satirischen Hintergrund verstanden. Es ging anscheinend an vielen damals vorbei, vor allem an vielen Kritikern. Ist natürlich eine meisterhafte Satire mit ja, einigen sehr, sehr derben Einlagen. Gut, Leatherface, die Origin Story, nach der keiner gefragt hat, ist trotzdem als Film durchaus unterhaltsam. Ne, boah, das Texas Chainsaw Massacre 2 Turbine Steelbook sieht schick aus, ist natürlich cool. Der Film selbst ist, ja, unterhaltsame Fortsetzung vom Erstling und ja auch eine der besten, quasi die beste Fortsetzung von den ganzen, die da noch kamen. Ist ein netter Film,
Kommt natürlich vom Terrorfaktor an den ersten hier mit diesem Dingscover, was jetzt hier. Ah, rum, rum, ne? Oh Mann, ich bin ein Spielkind. Ne, der erste natürlich ein Riesenklassiker, ne, des Terrorkinos. Da kann der zweite nicht mithalten. Und gut, der erste hier auch in der Turbine Blu-ray, brauchen wir nicht drüber diskutieren, sollte jeder Filmfan allgemein kennen. So, dann waren wir hier stehen geblieben bei Dead Set, einer ja, Zombie-TV-Serie. Ne, noch ein Stück bevor The Walking Dead so richtig groß war, war das, glaube ich. Ist ganz urig. Ja, Lesson of the Evil, Takashi Miike, speziell wie Miike halt meistens ist, teilweise recht brutal. Könnte man natürlich jetzt über den Film allgemein diskutieren. Manches ist ein bisschen fragwürdig. Ja, Audition, der auch einer der größten Klassiker von Miike und wahrscheinlich auch der Film, der ihm hier seinen Namen quasi geschaffen hat in Deutschland. Ja, nur reden wir mal davon, wie ein Film lange auf einen Twist hinbaut, der dann auch wirklich überraschend kommt. Gut, Doomsday, ja, ist halt recht unterhaltsam. Ist ja von, wie heißt der jetzt hier? Ne? Vom Macher von Dog Soldiers and the Descent hat jetzt Neil Marshall, hat ja jetzt auch mit Hellboy so ein bisschen ins Klo gegriffen. Doomsday war ganz unterhaltsam. Ja, genau wie The Collector, das ist halt ein, ja, etwas modernerer Slasher, ein bisschen mit Saw, Einleihen und Torture Porn gemischt, ist aber im Haus wirklich atmosphärisch, ziemlich blutig und hat einen hohen Unterhaltungswert. Ne? Der zweite, der macht's halt, übertreibt es nochmal ein bisschen auf die Spitze und steht ja von den Machern von Saw 4, 5, 6 und 7. The Collection, The Collector 2, besser als alle diese Filme, auch wenn Saw 6 meiner Ansicht nach ganz cool war. Gut, Freddy vs. Jason, das Aufeinandertreffen zweier Ikonen. Kann man machen. War richtig schön bescheuert, aber macht definitiv was her. Also ich fand ihn unterhaltsam. Ja, Storm Warning, auch so ein kleiner Slasher mit etwas heftigeren Einlagen. Kann man sich angucken, muss man aber nicht. Ne, haut eigentlich vom Sockel, ist ganz nett, aber ja. The Descent und seine Fortsetzung, der erste, einer der besten Horrorfilme der 2000er, der zweite, halt die Fortsetzung dazu. Beide blutig, beide durchaus atmosphärisch, der erste aber tatsächlich richtig geil und der zweite, ja, kann man sich angucken. Gut, Paradise Lost, auch wieder so ein, mit Organhändlern, auch so ein Slasher, The Best Horror of 2007, das bezweifle ich, ne, ist ganz nett gemacht, der Film, aber halt auch wirklich nichts Weltbewegendes. Das Ding aus einer anderen Welt, ein großer Klassiker von John Carpenter. Brauchen wir nichts zu sagen. Einer der besten Body-Horror-Filme, die es gibt. Und ich liebe Body-Horror nun mal. Ja, dann, The Thing, es ist kein Mensch, noch nicht. Ja, das Remake, Reboot, Fortsetzung, Prequel, weiß ich was, Gedöns. Ja, kommt natürlich mit dem Original nicht hinterher. So, Cabin Fever von Eli Roth, ne, sein Debütfilm, wenn mich gerade nicht alles täuscht. Ja, hat auch ein bisschen netten Body-Horror, ist aber nicht wirklich weltbewegend. Ne, der zweite Teil ebenfalls nicht, ne, der von, wenn mich gerade nicht alles täuscht, von Ty West. Von Ty West, ja. Nur ein weiterer Film, der wieder mal zeigt, ich verstehe nicht, warum die Leute sagen, Ty West ist so ein talentierter Mensch. Gut, hier alleine für meinen Arm mal wieder ganz kurz einen Cut. So, diesmal fangen wir hier unten an mit der Evil Dead Trilogy. Evil Dead, ne, natürlich ein großer Klassiker, Tanz der Teufel. Blutig mit grobem Humor, nicht so perfekt gealtert, aber toller Film. Der zweite nicht ganz so blutig, aber viel abgedrehter. Und der dritte halt noch weniger blutig, aber noch abgedrehter. Alle drei machen einen Riesenspaß und sagt ja schon alles, dass man jetzt nach der ganzen Zeit dann auch Ash vs. The Evil Dead noch als Serie gebracht hat. Ne, vom Remake, ne, den Extended Cut, ne, und da kann ich auch gleich den normalen Cut noch dazu nehmen. Tolles Remake, so müssen Remakes tatsächlich sein. Noch derber, ne, genauso ja, atmosphärisch, halt ohne den Humor, sondern einfach nur bösartig, aber wie gesagt, definitiv cooler Film. Ja, Zombie, Dawn of the Dead, der große Klassiker von George A. Romero. Und ja, im Argento Cut, ich muss auch sagen, der gefällt mir mit am besten, wenn nicht gar am besten. Final Cut, so ein bisschen in Länge gezogen, der Director's Cut, der
den hier mit dem Romero-Cut zusammenbringt, ist auch in Ordnung. Die Fassung einfach, ja, am knackigsten und ne, mit dem besten Score. Von daher meine bevorzugte Fassung. Ja, Day of the Dead Zombie 2 von Romero. Ähnlich gut wie natürlich Dawn of the Dead. Macht was her. Ist ein Riesenklassiker. Ja, das Dawn of the Dead Remake. Auch wieder wie Evil Dead, so ein Remake, wie es sein soll. Modernisiert das Ganze. Aktualisiert das Ganze auch von vielen Themen her. Und ja, nicht ganz so pointiert, was die ja, Gesellschaftskritik angeht, ne, wie Romero das gemacht hat, aber definitiv ein sehr cooler Film. Ne, und definitiv auch der Beweis, dass Snyder war eigentlich weiß, was er tut. So, hier die Rec-Reihe. Ich bin ja kein Found-Footage-Fan, aber gerade der erste Rec ist großartig. Nur der zweite ist auch noch sehr unterhaltsam. Und der dritte und vierte, gut, die sind jetzt nicht mehr im klassischen Sinne gut, aber blutig und unterhaltsam sind sie alle. Deswegen definitiv eine Empfehlung, auch für Leute, die Found-Footage nicht so mögen. So, hier, Zombie-Flash-Eaters, Lucio Fulcis erster großer Zombie-Knaller, ne, Voodoo-Schreckensinsel der Zombies. Für mich ein absoluter Klassiker des Italo-Zombie-Horrors. Grandios. Ne, vom Ruf, der erste Teil der Gates of Hell-Trilogie. Ne, vorhin hatten wir ja mit Haus an der Friedhofsmauer den dritten. Ha, Zombie hing am Glockenseil, nicht ganz so mein Film. Ne, hier zwar in einem schönen Steelbook, aber ja, ist etwas überhyped meiner Ansicht nach. Ne, denn hier das Steelbook der Demons-Filme. Und erstmal finde ich das Artwork sehr schön. Ne, auch hier auf der Rückseite Demons 2. Es sieht einfach geil aus, das Steelbook. Richtig schön. Und wenn ich das jetzt hier so in der Hand habe, dann muss ich doch wieder sagen, manchmal sind Steelbooks viel, viel geiler als Mediabooks. Demons selbst, der erste, großartig, schöner, rockiger Soundtrack ne, vom Sohn von Mario Bava, Lamberto Bava, ist ein Klassiker des Italo-Horrors. Der zweite, der in Deutschland urigerweise als der erste rausgebracht wurde. Ja, nicht so blutig, nicht so kultig wie der erste, aber auch noch solide. Dann hier Zombies unter Kannibalen, ein Titel, der alles sagt. Der Film ist genauso trashig, wie es klingt, ne, und auch genauso blutig, wie man es erwarten darf. Für mich immer irgendwie so eine kleine Italo-Trash-Perle gewesen. Ja, Dead Snow, ne, es geht weiter mit den Zombies. Blutig, kruder Humor, macht Spaß. Der zweite, Dito. Ne? Und ja, sind wir ehrlich, Red vs. Dead, allein die Endszene mit Total Eclipse of the Heart, wow. Ja, Outpost Black Sun, Uncut, ja, Nazi-Zombies nicht ganz so witzig wie bei Dead Snow, aber auch ganz solide. Ja, Frankensteins Army habe ich damals sogar das erste Mal auf dem Fantasy-Filmfest in Hamburg gesehen. Ja, Found Footage, wie gesagt, an sich nicht mein Ding. Aber hier ganz solide gemacht, wie eine schöne Achterbahnfahrt. Er hat aber so viel mehr Potenzial gehabt, der Film. Das hat uns damals auf dem Fantasy-Filmfest schon ein bisschen geärgert. Ja, 28 Days und 28 Weeks Later. Ne, 28 Days Later von Danny Boyle, ganz großer, ja, moderner Klassiker des Zombie-Kinos oder infizierten Kinos. 28 Weeks Later, ne, hat auch einen hohen Unterhaltungswert, viel Drive, macht Spaß. Mutants, ja. Ewig her, dass ich ihn gesehen habe, war, glaube ich, ganz solide. Kann ich mir aber ehrlich gesagt nicht so dran erinnern. Also kann es kein großer Knaller gewesen sein. So, und hier Lars von Trier, Antichrist. Ja. Wow. Ein Meisterwerk. Arthouse-Horror der besonders derben Sorte. Und machen wir hier nochmal weiter, dann bin ich auch gleich durch. Revenge. Kann ich noch nichts zu sagen, habe ich noch nicht gesehen. Steht auf der Liste ganz oben. Silent Hill und Silent Hill Revelation, der erste, ich habe ihn im Kino gesehen, fand ihn großartig. Ne? Wirklich cooler, düsterer Film, ne? Mit ein paar derben Szenen. Ne? Hier Silent Hill Revelation, nicht ganz so stark, aber immer noch sehr unterhaltsamer, kurzweiliger Horrorkram. Ja, You're Next, ne? Von Adam Wingard, netter Home Invasion Horror Splatter, ne? Ist nicht so gut wie sein Ruf, aber er ist unterhaltsam. Ja, Cabin in the Woods, tolle Satire auf ja, alle Geschichten, die man irgendwie kennt. Blutig, abgedreht, Ende kann man drüber streiten, aber schon so ein kleiner Geheimtipp für Leute, die ihn nicht kennen. Ja, The Seasoning House,
ernstes Thema, ziemlich fies, auch in der Grundhaltung teilweise. Hat mir ganz gut gefallen, als ich ihn das erste Mal gesehen habe. Müsste ich mal wieder gucken, um da noch mal ein bisschen mehr zu sagen zu können. Ja, dann geht es weiter mit Eli Roth. Man sieht auch, wo ich es gekauft habe, in der Videothek. Ja, Green Inferno. Möchte Cannibal Holocaust in modern sein? Ja, immerhin ist er blutig, aber ja, ähnlich wie vieles von Eli Roth. So lala letzten Endes. Stitches, böser Clown. Ne, Leute, die Angst vor Clowns haben, die werden bei dem Film zu viel kriegen. Nicht so viel wie bei S, aber ja, asozialer Humor, einige blutige Szenen, sehr unterhaltsam. Ne? Ja, Zombieber im Steelbook. Ah, so viel Potenzial mit diesem bescheuerten Thema, mit Zombie-Bibern, also Zombiebern. Bleibt etwas hinter seinem Potenzial zurück, ist aber solide. Ja, und dann hier auch nochmal als Steelbook Basket Case, die Trilogie von Frank Henlotter. Ne? Absolut cool. Ne, der erste Teil noch ernst. Ne, geht einem manchmal ein bisschen auf den Sack, weil Belial so viel rumgrölt, aber der erste, ein ernster Film, nur mit einigen blutigen Szenen, schon, macht schon was her. Der zweite und dritte gehen dann eher auf die Comedy-Schiene, ist aber eine sehr unterhaltsame Trilogie. Ja, mein Arm bringt mich um, weil das so halten immer auf Dauer schwierig ist, aber gut. Na, ich hoffe, ihr fandet es ganz interessant und ja, würde mich natürlich freuen, wenn euch das gefallen hat, wenn ihr das Video dann liked, teilt, meinen Kanal abonniert und ja, das nächste Mal wieder dabei seid. Also, bis denn dann.